Ja, meine lieben Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia. Ja, 3 Stunden Spielzeit, naja, das ist schon ordentlich, aber egal, es macht ja Spaß, von daher sollten wir versuchen, schnellstmöglich durch diesen Dungeon noch hier durchzukommen und einiges mitzunehmen. Wir sollten ja jetzt gewappnet genug sein, um hier in dem Turm ein bisschen Schaden zu machen. Bin ich mal gespannt, also vor allem, wir sollen ja Leana, also Gies Schwester, hier rausholen, die ja entführt wurde, aller Voraussicht nach von diesem Idioten, der hier uns letzte Mal mit 2 seiner Handlangern terrorisieren wollte. Naja, ist nicht ganz gelungen, aber ließen wir mal glauben, dass es so geworden ist. Okay, und er hat uns ja auch noch so schön beleidigt, dürfen wir auch nicht vergessen. Weil, wer wird schon gerne Donnerköttel genannt? Also, ich nicht. So. Die Goblins sind auch vor uns weggerannt, hier die Pansen. Egal, ja. Chaoskralle, Antistopp und Donnerschlag sind die Fähigkeiten. Donnerschlag und Antistopp. Wasserfontäne, Superkraft und Eisenwand sowie Kopfbohrer. Kopfbohrer erhöht die Intelligenz. Naja. Ein Hirnaufbohr, ein Kopfaufbohr, das Hirn wahrscheinlich erweitern. Naja, das ist ein bisschen abstrukt oder abstrus. Deswegen bin ich da eigentlich kein Freund von dieser Auswahl des Zauberspruchs. Aber was mir allerdings wiederum gefällt, ist das Design des Turms in diesem Spiel. Das Kampffeld, das gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir einfach. Obwohl es eigentlich recht simpel ist hier, diese Kreise in Steinform. Und da hinten der Ausguck, naja, das ist jedem selbst überlassen, aber ich war damals immer so nicht demotiviert, als ich da drin war in diesem Raum, sondern eher motiviert. Egal, das war jetzt ein bisschen wahrscheinlich zu viel aus dem Nähkästchen. Egal, haben wir irgendwas, was die MP auflädt? Außer unserem tollen Lebensnektar. Lebenssaft, Heilsirup, Krafttrank, Mut. Den Mut erhöhen, genau. Hier habe ich doch noch Gegenstände, die... Ah, füllt MP auf. Das sollten wir vielleicht mal machen, damit Tia nicht unbedingt immer die Probleme mit ihren MP auffüllen hat. Skeleton, das Skelett, das heißt, lassen wir erstmal. Obwohl, wir gehen mal hin. Machen es erstmal fertig hier. Denn wir wollen ja möglichst viele Kämpfe mitnehmen. Skeletor. Schon wieder Skeletor. Das hatten wir doch erstmal in einem anderen Spiel, oder? Oder was? Nee, es war in diesem Spiel. Da habe ich doch gesagt, dass Skeletor mir anders, dass ich Skeletor anders in Erinnerung habe. Naja, egal. Was soll's da? Was soll's? Wir machen das jetzt erstmal ohne Probleme hier fertig. Oh Mann. Ja, ja. Genau. Hau nochmal drauf. Komm nochmal. Noch eine Runde. Okay, nee. Wir greifen den anderen Skeletor an, weil der steht vorne. Tia, du kennst deine Rolle, du heilst. Know your role. So, dale. Ach, geht doch kaputt. Jawoll, ja. Kaputto. Ey, Tia. Tia. Nicht so weit. Du sollst keinen Schaden kassieren. Vor allem, werd mal ein bisschen stärker, Mädel. Du kriegst ja nur noch auf den Dates da. Da geht ja gar nicht. So, dale. Zack. Im Übrigen entschuldige ich immer noch dieses Knacken, was im Hintergrund kommt bei Kommentaren. Falls es einigen schon aufgefallen ist, im Vergleich zu den Videos, die vorher entstanden sind, zumindest bei Breath of Fire 2 oder Mega Man X sowie auch Mega Man 3, war kein Knacken zu hören. Das liegt daran, dass mein Headset noch keine Treiber für 7 hat. Das heißt, ich kann noch keine Verbesserungen machen, was das angeht. Und muss halt jetzt erstmal noch so aufnehmen, denn ich möchte mir jetzt noch nicht unbedingt ein neues Headset holen. Es ist auch nicht so, dass ich sage, es ist unerträglich, dass man nur ein Knacken hört. Es ist nun mal ab und an nervig, nur nicht so extrem. Aber, Freunde, in erster Linie steht das Spiel im Vordergrund, oder? Naja, egal. Ich möchte es nur trotzdem entschuldigen. So. Jetzt habt ihr gesehen, was passiert wäre, wenn ich von hier aus versucht hätte, den Schalter zu betätigen, ohne diese Stelle. Hätte ich da nicht drauf treten können, weil dann hätten sich diese Steine gebildet. Gut, hier können wir nach draußen gehen. Das werden wir auch mal machen. Ja, wir können jetzt hier hochklettern und einen Schalter betätigen. Das müssen wir nämlich eh machen. So, sonst wären wir da nicht weitergekommen an der Stelle.
Und wir können auch nicht um den Turm rumlaufen. Springen können wir hier auch nicht. Es ist ein nettes Gimmick, diese 2D-Ansicht. Und soweit ich weiß, sind die Gegner auch, wenn man rausgeht, von draußen reinkommt, wieder da. Ja, ist doch so. Die Krabbe ist auch wieder da. Die lassen wir auch da, wo sie ist. Das Skelett lassen wir auch da, wo es ist. Jetzt kommt das nächste Pünktchen hier. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Stellen wir einfach mal die Pünktchen hier woanders hin. Upsala. Einmal hier hin und stellen die Statue. Nämlich in die Mitte. Seht ihr, jetzt sind nämlich die Stellen genauso aufgebaut wie auf der anderen Seite. Und wir können hier durchmarschieren. So, wollen wir doch mal gucken, was hier unten noch ist. Ach ja. Hört ihr das? Ich glaube, da muss man eine Bombe legen. Genau, Schalter frei und wir können hier durch. Tü-tü-tü. Goblin, Goblin, Goblin. Ja, erstmal weg damit. Ich habe auch im Übrigen in dem Let's Play All Up Forum mal meine persönlichen Top 5 Spiele vermerkt. Wer möchte, kann gerne mal in diesem Forum reingucken und mal schauen, was so meine Lieblingsspiele sind. Und ich sag euch eins, Lufia ist in dieser Top 5 auch vertreten, aber wo? Lest es selber nach. Genauso wie auch zwei, drei andere Spiele, die ich schon geletztplayed habe. Zumindest im groben Umriss, weil ich sag zum Beispiel, die Mega Man-Reihe als Beispiel ist auch in meiner Top 5 und ich möchte es nochmal erklären. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, einen Teil dem anderen vorzuziehen. Hä? Sind wir jetzt wieder ganz unten? Schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt hier im zweiten Stockwerk. Wie gesagt, also ich... Ach ja, hier muss man... Hier muss man hinhören. Und hier muss man eine Bombe drauflegen. Also, hier muss man hinhören, was man machen muss. Und dann öffnet sich die Tür. Und zack, man findet einen blauen Schlüssel. Truhe. Mit dem Schlüssel. In jedem Turm gibt es einen Schlüssel, den man benötigt, um zum Beispiel in die letzte Etage reinzugehen. Um dann zum Beispiel den letzten Kampf zu machen. Und... Das ist nie verkehrt, diesen Schlüssel früh aufzufinden. Ach ja, das bringt Erinnerungen in mir hoch. Schlüssel finden, um durchzugehen. Das gibt es ja auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel in Zelda. In Zelda ist es ja genauso. Ich greife zuerst an. Gut. Nee, wir sollten schon erst den Skorpion weghauen, weil der mit seiner nervigen Fähigkeit des Stachels doch ein bisschen lästig sein kann. Da muss man nicht unbedingt nur MP verballern. Und deswegen machen wir erstmal ganz normal die Stachelechse jetzt hoffentlich weg. Jawohl. Zack. Ich habe es damals auch sogar immer so gemacht. Zumindest als ich das Spiel ein weiteres Mal angespielt habe, aber nicht durchgespielt habe, habe ich es so gemacht, dass ich so lange in einem Dungeon gelevelt habe, dass ich... Der Held auf der Reise, er schaute auf den Boden, fand dort die Noten und spielt seine Weise. Das haben wir auch schon gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, dass dann eventuell diese blaue Fläche irgendwie wichtig ist. Allerdings, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, das letzte Mal habe ich das Spiel gespielt und habe es so geschafft, dass... Ja, ich jeden Charakter so lange gelevelt habe, dass es eben halt ohne Probleme für mich geklappt hat. Alle Gegner mit einem Schlag zu besiegen, mit jedem Charakter. Bis auf Tia halt. Tia habe ich immer aufs Tor gelassen, das hat ja eh nichts gebracht. Aber egal, das ist eine ordentliche, das wäre eine Sauarbeit. Und deswegen lasse ich es in diesem Fall einfach mal sein, dass ich es mache. Und ja, mal schauen, ob es sich rentiert. So, wieder ein Gegner besiegt. Das wird, glaube ich, wieder das letzte Video vom Lufia-Block für heute. Wie gesagt, also ich spiele das Spiel... immer so im Voraus, das ist um mir so einen gewissen, ja, viele nennen es Polster, ich nenne es aber eher Puffer, um mir so einen Puffer zu erstellen. Überraschungsangriff von Skeletor. Ja, damit eben halt ich so zumindest genug Videomaterial zusammenstellen kann, um es dann in gegebenen Zeiträumen mal hochzuladen. Und wir sollten uns jetzt beeilen, die Gegner zu besiegen, denn wir sind kurz vor der Grenze wieder. Mal gespannt, ob die anfällig gegen Feuer sind. Ja, ist auch kein Wunder. Untote
sind anfällig gegen Heilzauber und Feuerangriffe. Das ist in jedem, fast in jedem Spiel so. Sollte auch so sein. Gut, die Krabbe versperrt uns den Weg. Ob es für uns eine Bedrohung sein wird und ob die O-Bombe beim nächsten Mal platzt, sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. Bis dahin sprach der Raven halt nimmermehr.